Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie von Ihrem Handy, Tablet oder einem anderen Computer aus auf Ihren PC zugreifen können. Sehen Sie, wie Sie Ihren PC über das Internet von Ihrem Handy oder PC aus mit dem Google Chrome Browser ansteuern können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Tools von Drittanbietern wie TeamViewer oder WNS auf einen PC zu greifen. Wenn Sie jedoch Google Chrome installiert haben, können Sie den Fernzugriff über Ihren Browser und die Chrome Remote Desktop Erweiterung einrichten. Die Anwendung ermöglicht Ihnen die zeitlich unbegrenzte Nutzung von Remote Access und ist völlig kostenlos. Unabhängig davon, ob Sie mit Windows, OS X oder Linux arbeiten, können Sie überall dort, wo Sie den Chrome-Browser und seine Erweiterung installieren können, den Remote-PC-Zugriff von Ihrem Handy aus einrichten. Bevor Sie den Chrome-Remote-Desktop installieren können, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto im Browser anmelden, um die Anwendung vollständig nutzen zu können. Sobald Sie angemeldet sind, konfigurieren Sie die Fernbedienung, die Sie steuern möchten. Öffnen Sie dazu Ihren Browser und rufen Sie die Fernzugriffsseite. Klicken Sie hier im Fenster Fernzugriff Einstellungen auf das blaue Symbol Download. Und dann im nächsten Fenster des Online-Shops Chrome Remote Desktop installieren. Erweiterung installieren. Installieren. Akzeptieren und installieren. Gehen Sie im nächsten Fenster einen Computernamen ein und drücken Sie Weiter. Der nächste Schritt besteht darin, eine PIN für den Zugang zu diesem PC festzulegen. Der Code muss mindestens 6 Ziffern haben und muss erneut bestätigt werden. Das war's. Jetzt können Sie von Ihrem Handy oder einem anderen PC aus eine Verbindung zu diesem PC herstellen. Dieser Computer bleibt jederzeit zugänglich, wenn er eingeschaltet ist und der Chrome-Browser darauf läuft. Wenn Chrome so eingestellt ist, dass er bei Systemstart automatisch gestartet wird, ist er jederzeit verfügbar, wenn der Computer wach ist. Um sicherzustellen, dass die Verbindung nicht unterbrochen wird, müssen Sie die Energieverwaltungseinstellungen des Computers so konfigurieren, dass das System nicht in den Ruhezustand versetzt wird, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Sobald Ihr Hostcomputer in Verbindung eingerichtet ist, müssen Sie nur noch die Remote Desktop App aus dem Play Market oder Apple Store herunterladen und installieren, um eine Verbindung von Ihrem Handy aus festzustellen. Nach dem Start sehen Sie den Computer, von dem Sie den Zugriff eingerichtet haben, im Fenster der App. Tippen Sie einfach darauf und geben Sie die PIN ein, die Sie zuvor eingerichtet haben. Verbinden. Anschließend wird der Computer Desktop auf dem Bildschirm Ihres Handys angezeigt. So können Sie dann auf dem Desktop navigieren, indem Sie einfach mit dem Finger über das Smartphone-Display streichen, einen Bildlauf durchführen oder den Bildschirm zoomen. Wenn Sie in der Android-App von oberem Rand des Bildschirms nach unten wischen, öffnet sich ein Bedienfeld, über das Sie in den Trackpad-Modus wechseln können, indem Sie mit einem Finger einen
Linksklick oder mit zwei Fingern einen Rechtsklick ausführen können. Öffnen Sie die Tastatur zur Texteingabe, indem Sie auf die drei Punkte klicken, um ein Menü mit zusätzlichen Funktionen zu öffnen. Senden Sie eine Tastenkombination Storage L plus N, passen Sie die Größe des Desktops an, dem Handybildschirm an und trennen Sie die Verbindung mit der Computer. Um von einem anderen PC aus eine Verbindung zu diesem Computer herzustellen, öffnen Sie Ihren Google Chrome Browser und rufen Sie die Remote Desktop Website auf. Sie müssen sich bei Chrome mit demselben Google-Konto anmelden, das Sie auch auf dem Host-System verwendet haben, und keine zusätzlichen Anwendungen oder Erweiterungen installieren. Sobald Sie dem Link folgen, sehen Sie den PC, auf dem der Fernzugriff eingerichtet ist. Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie darauf und geben den PIN-Code ein. Nachdem Sie den Code eingegeben haben, gehen Sie den Desktop des entfernten Computers auf den Bildschirm. Hier können Sie auch auf dem Bildschirm navigieren, Anwendungen ausführen und so weiter. Alle Funktionen sind so verfügbar, als ob Sie an diesem PC arbeiten würden. Ein Feld an der Seite des Bildschirms bietet Optionen zum Konfigurieren der Anzeige und zum Senden von Befehlen unter Alt-Del oder Per-Ser. Dadurch wird auch die Zwischenablage zwischen den Computern synchronisiert, sodass der einfach kopiert und eingefügt werden kann. Übertragen Sie Dateien, indem Sie auf Download klicken, um sie auf einen Remote-PC zu übertragen oder auf Herunterladen, um sie auf diesem Gerät zu empfangen. Dann öffnet sich der Explorer und eine Datei auf einem der PCs auswählen. Und um Fernverbindungen zu deaktivieren, löschen Sie die Erweiterung einfach aus Ihrem Browser. Klicken Sie auf das Symbol Erweiterungen, dann auf die drei Punkte gegenüber von Remote Desktop und auf von Chrome entfernen. Oder installieren Sie die Anwendung über die Systemeinstellungen. Einstellungen, Anwendungen, deinstallieren. Es ist auch möglich, sich mit dem PC eines anderen Benutzers zu verbinden, um zum Beispiel aus der Ferne Unterstützung bei der Systemeinrichtung oder der Installation und Konfiguration von Software zu erhalten. Für eine solche Verbindung muss der Benutzer, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, die Chrome Remote Desktop Komponenten installiert haben. Dann muss er über den Link oder durch Klicken auf die Erweiterungsfläche Chrome Remote Desktop zur Seite für den Fernzugriff wechseln. Öffnen Sie im sich öffnenden Fenster den Abschnitt Remote Support. Klicken Sie auf diese Registerkarte auf, Code generieren und senden Sie ihn dann an denjenigen, der die Verbindung zum PC herstellt. Der Code ist 5 Minuten lang gültig. In dieser Zeit sollten Sie Zeit haben, ihn zu senden, und der andere Benutzer wird sich anmelden und eine Verbindung herstellen. Um dies zu tun, auf dem anderen PC im Browser aus der Registerkarte Remote Support, geben Sie den Code in diesem Feld und klicken Sie auf Connect. Der Benutzer wird benachrichtigt, dass eine Verbindung zu seinem PC hergestellt wird und kann die Verbindung entweder zulassen oder ablehnen, sodass niemand ohne seine Zustimmung eine Verbindung zu Ihrem PC herstellen kann. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Freunden oder Verwandten aus der Ferne bei der Einrichtung Ihres PCs helfen. Um die Sitzung zu beenden, klicken Sie auf Zugang schließen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chrome Remote Desktop trotz einiger Einschränkungen im Vergleich zu ähnlichen kommerziellen Produkten eine sichere, einfach einzurichtende und zu verwendende Option ist, die ohne Abstürze oder Zeitbeschränkungen funktioniert. Wenn Sie nur einen Remote Desktop Zugang ohne zusätzliche Funktionen benötigen, ist diese die beste Option. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss! Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag,
der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.